Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Verdüftelt-Video. Es ist einiges angedüftelt worden. Ich fange am besten an mit den Kerzen, die ich noch angezündet hinten stehen habe. Ich habe ein paar unterm Warmer weggenommen, weil die noch nicht lange an waren. Aber die schon was länger brennen, die möchte ich jetzt nicht so mit dem Wachs und so weiter. Da habe ich zum einen Winterwoods im Schlafzimmer. Das ist ja eine kleine Rarität, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja der mit dem Piepmatz. Und der ist leider so zart, dass ich den im Wohnzimmer oder so nicht düfteln kann. Deswegen da war ein Schlafzimmer. Und in der Küche brutzelt schon wieder meine Spiced Orange. Ja. Die anderen Kerzen stehen hier hinten. Ich mache erstmal mit dem Wachs weiter. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja. Und somit können wir loslegen mit den Wachsen, die ich so verbraucht habe. Ich beginne erstmal mit diesem Teil hier. Ich habe wieder bei Action, hatte ich ja wieder Teelichter gekauft. Hinten meine Kiste habe ich voll gemacht. Und das hier, also das sind die 6-Stunden Teelichter. Die mag ich ganz gerne. Und dann kann ich dir jetzt meinen Müll reintun. Ne? Beginne ich einfach so. Ja, also von manchen habe ich nur einen Teil und so weiter. Ich beginne jetzt nicht so zu wursteln hier. Ich habe zum einen von Iceflower den Sea Harbor, den habe ich aufgebraucht. Muss ich mal nochmal ein Näschen dran nehmen. Ja, der war ganz in Ordnung. Den habe ich im Schlafzimmer und im Badezimmer habe ich den verbrutzelt. Ist ein sehr schön aquatischer Duft, müsste ich jetzt nicht nochmal haben, aber war in Ordnung. Dann habe ich von Party Light Zitrone, Melone, Minze, habe ich verbraucht im Badezimmer und der hat 3 Tage. Ja, locker, hat der gebrutzelt. Waren allerdings auch 2 Ecken, muss ich sagen. Ne? Also ich habe die 2 Ecken direkt da reingeknallt und das Badezimmer, das hat so fantastisch gerochen. Das war ein wirklich toller Duft. Zitronen, Melone, Minze, fand ich super. Dann habe ich von Bridgewater habe ich Aloha Summer. Den habe ich auch im Badezimmer verbrutzelt, das weiß ich noch. Ich kann allerdings jetzt gerade nicht mehr groß sagen, wie der gerochen hat. Ich glaube, den fand ich nicht so gut, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Kann ich euch nicht mehr sagen, habe keine Erinnerung mehr dran. Dann habe ich Guji Orange von Candle Warmers. Habe ich auch im Badezimmer. Ich habe nämlich, während ich mein bisschen Duftwachs, so, wenn ich da nicht so großartig drin was hatte, was mir so fürs Badezimmer gefallen hat, beziehungsweise so manche Duftwachse, weiß ich ganz genau, in der Airwick-Lampe, die ich im Badezimmer stehen habe, bringen nicht viel. Darum werfe ich die nicht da rein. Dann nehme ich mir immer was aus meinen Kästchen, fruchtig oft, fürs Bad. Und der war im Badezimmer, war der in Ordnung. War schön orangig, beerig, was da drauf steht halt. Ne? Dann habe ich von Blue Moon den Wassertanz ebenfalls im Badezimmer gehabt. Und ich glaube, der war wirklich sehr aquatisch. Ja, der war aquatisch, aber auch leicht parfümig. Der hat mir tatsächlich gut gefallen. Aber ich bestelle ja selber nichts bei Blue Moon. Nicht mehr. Dann habe ich, ich habe euch ja letztens gezeigt, ich hatte ja so einen großen Cookie von Sweet Moments mir gekauft, ne, oder gekauft, getauscht bei Facebook. Und da habe ich mir so ein Stückchen schon mal von abgeschnitten und habe auch noch ein kleines Stückchen davon übrig. Das ist, wie gesagt, von Sweet Moments den Sweet Dreams. Und da musste ich tatsächlich eine ordentliche Portion reinknallen, damit es gerochen hat. Aber die Wachsnote ist verschwunden, die ich hier gerochen habe. Und dann kam ein richtig schön kuscheliger Duft zum Vorschein. Fand ich gut. Dann habe ich von, im Moment ist er auch noch im Meltcup drin, aber er lässt langsam nach, habe ich ein Votiv von Yankee Candle reingeknallt. Ich mache ja gerne die Votive komplett in einen Meltcup rein. Und Driftwood ist einfach so toll. Und der hat auch schön Essensgerüche vertrieben, muss ich sagen. Dann habe ich hier noch ein bisschen was Yankee Candle-iges. Zum einen habe ich Homemade Herb Lemonade, auch ein Votiv. Ich glaube, ich habe so, habe ich noch ein paar? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, letzten Monat hatte ich, also ich gucke immer, dass ich ein bisschen was an Votiven auch mal zwischendurch nehme. Und das ist ja dieser schöne Limonaden, also wirklich herber Limonadenduft, den ich wirklich sehr mag, vor allen Dingen im Sommer. Und den habe ich auch für Essensgerüche zum Vertreiben genommen. War in Ordnung. Dann habe ich hier im Wohnzimmer gehabt von der lieben Kira bekommen, Yankee Candle Balsam and Cedar mit Traumdüfte
Vanilla Bösch und der war mega gut. Das waren so zwei Nuggets, die habe ich direkt verballert, weil das Wohnzimmer ist ja relativ groß und da nehme ich dann gerne mal zwei Nuggets oder so ein bisschen was mehr, damit ich auch wirklich die Duftdröhnung habe. Und der war wirklich richtig schön. Das war so eine ja, cremiger Tannenbaum. Den fanden wir beide ganz toll hier. So, dann habe ich von Yankee Candle Home Inspiration habe ich Raspberry Sunday. Hatte ich auch im Badezimmer an. Und der war ordentlich Raspberry. Also ich bin ja jetzt nicht so der große Himbeer-Erdbeerdüfter. Aber der war im Badezimmer ganz in Ordnung. Dann habe ich aufgebraucht meine selbstgegossenen Yankee Candle Moroccan Argan Oil. Die habe ich alle verdüftelt. Ich glaube, dieses Ding hier, das verwahre ich mir. Ich habe mir nämlich letztens irgendwann nochmal so Tüten gekauft, aber da waren diese Teile hier nicht bei. Deswegen werde ich das hier mal an der Seite legen. Und ja, Moroccan Argan Oil ist wirklich eine sehr schöne, parfümige, orientalische Mischung. Mag ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann Yankee Candle Home Inspiration Frosty Morning. Das war ein relativ maskuliner Duft, würde ich jetzt mal sagen. Maskulin frisch. Hat im Badezimmer auch gut funktioniert. Müsste ich jetzt aber keine Kerze von haben. Dann, wo ich auch nichts von haben müsste mehr, das war einfach nur ein Testerchen. Das war von Yankee Candle den Honeydew Melon. Genau. Ja, war ein schön fruchtiger Duft, aber mehr auch nicht, ne? Hiervon, wie ich mir auch schon fast gedacht habe, habe ich nicht wirklich was mitbekommen. A Child's Wish ist ja ein sehr ganz, ganz sanfter, grasiger Duft, der allerdings für meine Nase nicht wahrnehmbar ist. Dann habe ich zweimal Heart and Home aufgebraucht und zwar zum einen die Fliederblüte. Ein schöner Duft, also ein sehr, sehr schöner, blumiger Duft, den ich mag. Ja. Ich persönlich würde ihn mir nicht kaufen, aber wenn ich ihn nochmal im Tauschpaket bekommen würde, würde ich ihn verbrutzeln. Dann habe ich ein Votiv aufgebraucht von Heart and Home, den Pure Bliss. Nee, Quatsch, Twilight heißt der. Pure Bliss ist, glaube ich, nur so markenmäßig Twilight. Und das war in so einer so ein Beutelchen drin. Da muss ich nochmal dran riechen. Ich habe ja auch nicht wirklich Erinnerung dran. Nö. Also ich glaube, ich hatte ihn in der Küche an, auch als Motiv im Mail-Cup, aber nicht wirklich was gerochen. Dann habe ich etwas von Wachsmacherei, und zwar Melody's Garden. Da waren so drei Blumen drin und die habe ich auch alle drei in den letzten zwei Wochen verbrutzelt. Und der war schön. Das war ein richtig schöner, blumiger, seifiger Duft. Ein bisschen parfümig. Mag ich. Und dann noch von der lieben Kira Sunset Sparkle und Yankee Candle Midnight Amber. Das letzte Stückchen hier werde ich mal in einem Tauschpäckchen geben. Das war eine nette Mischung, muss ich sagen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich den vorziehen würde gegenüber meinen anderen. Ja, deswegen werde ich den mal in einem Tauschpäckchen weitergeben. Dann habe ich von Country Candle den Golden Autumn. Das war ein Daylight, den habe ich mir jetzt zerstückelt. Und habe den dann halt in verschiedenen Räumen gehabt. Aber der war nicht so ganz meins. Ne? Also kalt war der tatsächlich. Habe ich gedacht, oh, das ist eine spannende, also spannender Duft. So, ne? Aber der war mir zu gegoren fruchtig irgendwie warm. Deswegen nett gehabt zu haben, muss ich aber nicht nochmal haben. Dann habe ich hier Amber Incense von Woodwick gehabt. Den habe ich gestern Abend auch nochmal angemacht, aber in einem anderen Clamshell, fällt mir gerade so ein. Und Leute, also ich habe jetzt zwei offen, ne? Werde ich noch verbrutzeln, kein Problem. Und der war, also ich hatte den an beim ersten Mal und habe nicht wirklich was gerochen. So, gestern das Meld im Wohnzimmer und hier roch es nach einer ganz trockenen, mega entspannenden Sauna, ja. Man kommt raus aus der Sauna, man hat noch diesen Geruch von dieser Sauna auf dem Körper. Wenn die Türen aufgehen, kommt dieser Schwall dir entgegen und in der Nachbarschaft an diesen Saunalandschaft ist Weihnachten und die Leute haben Räucherkerzchen, also diese Räuchermännleins an, wie ich hier hinten auch einstehen habe.
mega Duft. Also da würde ich mir tatsächlich auch überlegen, als Kerze mir den zuzulegen. Richtig geil. Dann habe ich von Goose Creek den Let's Stay Home habe ich genommen. Und der hat mich eigentlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also war jetzt nichts Besonderes. Ich denke, der wird mal in Tauschpäckchen landen, weil... Nö, irgendwie nicht so. Fand ich nicht so Bombe. Welchen ich nicht Bombe fand. Endlich habe ich mal eins ausprobiert davon. Von Velutier habe ich das Intimate and Cozy habe ich ausprobiert. Da habe ich wirklich nicht viel von genommen. Ich habe mir ein halbes Melt und davon ein Drittel. Schaut mal. Ich habe das halbiert und dann habe ich die nochmal gedrittelt. Und davon habe ich das in die Duftlampe hier abends hingetan. Und das ist so ein kuscheliger Spa-Duft. Und Leute, der war intensiv. Mega. Also ich bin hin und weg von den Velutier-Melts, muss ich sagen. Dann habe ich zweimal Duftlovers, und zwar einmal den Lagerfeuer am Meer, auf den stehe ich ja voll, habe ich auch noch eine Tafel von, da hat die Sarah einen wunderschönen Duft gemacht. Ich weiß noch, ich hatte ihn an, mein Freund fand ihn, glaube ich, nicht so toll. Ich weiß nicht, was hatte er gesagt? Hier, so parfümig oder so, aber der ist schon, ich finde den rauchig aquatisch. Ich mag ihn. Vielleicht war es einfach ein falscher Tag für die Duft. Ich meine, der hat den auch mal wirklich gut gefunden. Wo ich ein bisschen, ja, der hat mir in der Nase gebrutzelt. Den werde ich leider abgeben müssen. Wobei ich den kalt wunderschön finde. Und zwar auch von Duftlovers, den Baumwollblüten-Peony. Ein sehr intensiver, schon Wäscheduft, würde ich sagen. Also jetzt, wo ich ihn warm hatte. Sehr intensiv. Und der war mir zu britzelig in der Nase, leider. Aber ja gut, dann habe ich mal ein bisschen was für Tauschpäckchen. Ich habe mir die übrigens schon zerschnitten, immer so halb. Ja. So. Dann habe ich etwas von Doris habe ich benutzt. Und zwar ein halbes Highland Gale Melt. Die habe ich mir dann halt auch in ordentlichen Portionen geschnitten, muss ich sagen. Der war dann halt auch, der war so schön. Ich habe mir die halt geviertelt, ne, dieses große fette Melt. Und der ist wirklich schön. Also so ist er sehr zart. Aber wenn man den in der Lampe tut, dann ist das so ein wirklich sehr seifiger, frischer, minimal maskuliner Duft, den ich wirklich ganz toll finde. Und ich denke, die paar Bröckchen hier, die werde ich die Tage auch noch verbrauchen. Dann habe ich hier eins, da habe ich mir auch ein bisschen mehr von versprochen. Und zwar Mr. Blue Jeans. Den habe ich mir auch gut zerbröckelt, sage ich mal. Das waren so Cowboy-Stiefel. Und der riecht einfach so nach Nivea mit einem Hauch männlichen. Also so wie so eine männliche Nivea-Creme. Gibt es ja auch. Aber der war nicht ganz so Bombe. Ich denke, den werde ich auch mal im Tauschpaket tun. Welche beiden richtig geil waren, gestern noch angehabt, ist Babypowder. Tahiti und Tiare Flower. Ja, da habe ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon verbrutzelt habe jetzt in den letzten Tagen. Aber mega schöner Babypuderduft. Das sind ja diese Wäffelchen, ne? Und sehr, sehr schön pudrig mit einem Hauch Blümchen dabei. Finde ich super. So, dann, ja, der war auch ganz, ganz toll. Ich finde den sehr intensiv, hatten wir im Büro an, während wir beide da drin ein bisschen gearbeitet haben. Mein Freund hat nicht wirklich viel davon gerochen, sagt er. Für mich war das ein Ballermann. Und zwar Nack Champagne und Scarlet Sandalwood. Nack Champagne habe ich nochmal nachgeguckt, das ist ein orientalisches Duftöl mit Pudernoten. Also mega schön, ja. Da habe ich so kleine Kätzchen und ich finde dann einfach nur Granate. Der ist wirklich sehr orientalisch pudrig und dieses Scattered Sandalwood, das habe ich nicht mehr gefunden, aber das macht das alles noch ein bisschen parfümiger und kühler. Finde ich super. So, dann habe ich ein wenig Duftkonfetti. Duftkonfetti ist ja neue Duftfee und da hat die liebe Kira hat sie ja ein Testpaket bekommen, was ich übrigens noch gucken muss.
Also wenn ihr das Video seht, habe ich es natürlich schon längst geguckt. Aber zum heutigen Zeitpunkt muss ich das Video unbedingt noch gucken. Ich habe gestern viel gelernt und habe da jetzt erstmal nicht bestellt. Aber ich kann sagen, mir gefallen die Duftwachse. Und weil ich wollte halt mich erstmal ein bisschen überzeugen davon, bevor ich da bestelle. Aber dann habe ich es halt ein bisschen verpasst. Ja, und zwar Duftkonfetti Vanilla Macchiato habe ich hier. Und der war mir zu viel. Der war mir tatsächlich viel zu intensiv und ich muss mal eine Nase dran nehmen. Ich weiß nur, dass ich den irgendwann ausmachen musste. Ja, der war mir zu zuckrig, Kaffee. Wie gesagt, ich suche ja einen Kaffeeduft nach frisch gemahlenen Kaffeebohnen. Aber der war mir persönlich doch ein wenig zu foodie. Aber nichtsdestotrotz wirklich intensiv. So, welchen ich richtig, richtig toll fand, war Iced Kissed Woods. Der war mega schön. Den hatte ich, das war der erste Duft, den ich anhatte. Und das war ein schöner, hier an der Tüte rieche ich kaum noch was. Aber ich weiß, dass er mir sehr gut gefallen hat, weil das so ein seifiger Tannenbaumduft war. Ein wenig ätherisch dazu, mochte ich. Dann Sprinkle New Year. Das war, glaube ich, so ein... Warte, ich muss noch mal eine Nase dran nehmen, aber den fand ich auch schön. Ja, den fand ich auch schön. Auch seifig, parfümig. Wie so eine luxuriöse Seife, den mochte ich auch. Dann Cranberry Pine. Ein sehr schöner Duft, hätte aber in meiner Nase tatsächlich noch ein Ticken intensiver sein dürfen. Ja, sehr schöner Tannenbaum. Mit so einer leichten, fruchtigen Note. Aber wie gesagt, ein bisschen intensiver hätte er sein können, wobei er gut wahrnehmbar war. Dann Snow Covered Rose. Der war auch schön. Der war, ich hatte den hier im Wohnzimmer an. Das war, aber der hätte auch. Da könnte auch noch ein bisschen mehr Wumms rein. Nichtsdestotrotz auch ein schöner Rosenduft. Kühl dabei, mochte ich. Ja, welcher Guido und mir nicht so gut gefallen hat, war der Smoked Honey Likör. Da habe ich so einen Brocken von genommen. Das hat auch wirklich gereicht, weil der war auch mega intensiv. Das ist nämlich so ein Brocken und mir kommt der Duft schon entgegen. Der ist mir zu honig. Der ist wirklich sehr, 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 sehr krass honig. Mich ein wenig habe ich mich an Honey... Wie heißt der? Honey Glow? An Yankee Candle. Erinnert. Nur, dass der Honig viel, viel stärker zur Geltung kam. Werde ich auch mal weitergeben. Aber krasser Duft. Dann habe ich hier... habe ich hier auch noch. Ne? Ich hatte in meinem Schrank noch die Dinger hier gefunden. Das sind von Glade, mache ich mal so, von Glade den Volcanic Coconut Coast. Ja, ich mag ja normalerweise kein Kokosnuss, aber diese Kerze ist toll. Ich weiß nicht, irgendwas Parfümiges, Cremiges, mag ich sehr gern. Ich hatte den erst im Badezimmer angezündet. Habe aber nichts gerochen und dann habe ich ihn einfach unter meinem Beacon hier vorne drunter gestellt. Und da war der sehr schön und die werde ich auch beide, weil ich hatte zwei Stück aufgemacht davon, die werde ich auch beide so verbrutzeln. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen was Traumdüfte. Und zwar zum einen den Christmas Magic habe ich aufgebraucht. Den hatte ich ja letztens auch irgendwann in Mission Duftwachs drin und habe mir jetzt den letzten Rest quasi auch wieder zur Seite getan. Und das ist halt der Christmas Magic, den es auch von Yankee Candle gibt, ne? Mochte ich, hätte ein bisschen intensiver sein können, ja, aber es war in Ordnung. Dann habe ich hier auch, das ist ein bisschen doof hier, ich habe hier so ein Wattepad reingetan, womit ich das Wachs aufgesaugt habe. Ich habe Babypuder wieder verwendet, weil ich habe ja auch letztens, habe ich euch ja auch gezeigt im Haul, ich hatte ja auch einen neuen Cookie davon. Deswegen kann ich ihn ein bisschen mehr verbrutzeln wieder. Hatte ich im Schlafzimmer an und Guido und ich mögen Babypowder ja sehr gerne. Dann habe ich auch aufgebraucht Sun and Sand. Ist auch ein sehr pudriger Duft, der für mich nicht wirklich im Sommer passt. Für mich ist es wirklich ein kuscheliger Duft. Mochte ich auch gerne. Habe ich auch in meine Airwick Duftlampe reingetan. Ist angehaucht an den Sun and Sand von Yankee Candle, wobei der noch ein bisschen anders ist, aber... Anders heißt ja nicht unbedingt schlechter, ne?
Dann hatte ich hier so, ich glaube so ein Cookie-Stück hatte ich hier drin, so ein kleines von Comfort Zone. Hatte ich im Tauschpäckchen drin, den habe ich dann halt relativ zeitnah verbrutzelt. Und das ist ein sehr schöner, kuscheliger, sanfter Wäscheduft. Ja, ähnlich zu Yankee Candle Soft Blanket, so in die Richtung geht der. Dann habe ich ein Cookie-Stück, war das nicht, das war ein Cupcake-Stück. Twilight, Lavender und Plumeria hatte ich dann auch. Der ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv, muss ich sagen, oder halt an den Tagen nicht. Aber so kalt gefällt er mir sehr, sehr gut. Ist halt ein leicht kuscheliger. Plumeria ist ja die Frangipani, ne? Genau. Lavendel rieche ich nicht so stark raus, leider, aber ist in Ordnung. Dann habe ich noch 3 Scented-Becher. Und zwar einmal Blue Agave Cocoa. Mag ich auch sehr, sehr gerne den Duft. Das ist auch ein sehr kuscheliger, ja, ein kuscheliger, parfümiger Duft. Ein bisschen blumig vielleicht. Mag ich auch. Durftet auch dran glauben. Dann auch, es war sehr kuschelig, dann Twilight. Ja, Twilight ist für mich so eine Art Human Babypuderduft. Ja, den mag ich auch sehr. Ist, ja, gefällt mir. Gibt es auch in verschiedenen Duftgießerinnen. Genau wie Nackt Champa hatten wir ja eben schon von Doris. Ne, den habe ich dann halt auch von Traumdüfte noch verbrutzelt. Ich möchte halt zeitnah meine Traumdüfte relativ verbrutzeln, weil ich viele Duftleichen dabei habe. Aber der hier war auch noch sehr intensiv, schön, wie gesagt, orientalisch parfümig, mag ich. So, das waren so die Duftmelds, die ich euch zeigen konnte von der 2. Novemberwoche. Gesammelter Müll. So, und jetzt die Kerze habe ich euch ja gezeigt, die kleine Airwick. Dann habe ich aber auch 2 kleine Yankee Candles mal unterm Beacon hingestellt. Und zwar, das war Mitte November, da habe ich Garden Sweet Pea nochmal unterm Warmer gehabt. Und das ist ein sehr schöner, ich glaube Gartenzwicker heißt ja, ist ja die Blume, ne? Ja, das war meine erste Yankee Candle und ich finde den immer noch großartig. Gibt es auch noch sehr gut zu bekommen bei Amazon und so. Wobei der ja aus dem Standardsortiment ist. Ich weiß nicht, vielleicht war der nicht so beliebt, aber ich finde den sehr schön und sehr intensiv. Dann auch schon was abgezogen, weil nicht mehr so ordentlich geduftet hat, ist Glittering Star von Yankee. Und den habe ich auch noch als mittleren Housewarmer. Und das ist ein sehr würzlastiger Pflaumenduft. Ja, ich finde den schön. Parfümig dabei. Mag ich auch. Vor allen Dingen jetzt so Weihnachten rum finde ich den auch mal sehr schön. Ich glaube, das war sogar, ja, ist auch ein Festivduft. Dann habe ich im Büro, haben wir den im Moment an, ist Icy Blue Spruce. Das ist einer, den ich eben rausgeholt habe, bevor er an war, richtig. Den müsste ich auch mal abgießen. Ich rieche nicht mehr viel. Ist ein sehr schöner Blaufichtenduft, würde ich sagen. Eisgekühlt. Ist nicht diese ganze Bombe vom Tannenbaum, aber es geht in so eine Art Richtung. Ja, aber abgießen, Jenny, musst du merken. Dann den habe ich im Flur an. Hier ist auch der, wie ihr seht, der stand irgendwie schief unterm Warmer. Und den habe ich letztens noch ein bisschen abgegossen. Das ist der Alfresco Afternoon. Und ich denke, ich werde ihn mir jetzt auch mal bald... Warum sind hier so Härchen drin? Ja, ich muss ihn mir demnächst auch mal wieder wegstellen und vielleicht was, auch wenn es nicht zu Weihnachten passt, was Blumiges, damit man so ein frischer Hauch im Flur kommt. Aber den mag ich ganz gerne zwischendurch. Aber der hat jetzt schon länger dort gebrannt, deswegen ein bisschen ist die Luft raus gerade. Dann habe ich mir eingeschmolzen, weil ich den halt auch ein bisschen zu schwach fand. Hatte ich ja auch letztens mit meinem Noah's Ark von Goose Creek. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich mit meiner Nase und Goose Creek. Habe ich mir Ivory Rocking Horse habe ich mir eingeschmolzen. Ihr seht, so ein paar Melts habe ich hier drin. Ich habe auch ein paar Waffelherzen und Diamantherzen davon gegossen, um die halt für ein günstiges Geld in meinem Insta-Sale reinzustellen. Ja, aber das ist ein sehr schöner, cremiger, holziger Duft. Aber das Cremige überwiegt, würde ich sagen. Ich mag den. Es kitzelt. Da habe ich mir zum Beispiel so Einhörner von gegossen, zum Beispiel. Ja, und der wird jetzt einfach dann nach und nach mal in meiner Lampe wandern. Weil auf den Duft verzichten wollte ich nicht.
Dann hatte ich, wo hatte ich die an? Ich hatte sie im Arbeitszimmer vor Blues Bruce an, genau. Tobacco Flower, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Ist so, oh, der ist so speziell. Das ist eine wirklich eine florale Duftrichtung mit einer richtig krassen Tabaknote. Muss einem gefallen. Mir gefällt es sehr, meinem Freund auch. Und da habe ich auch noch Backups von. Aber den stelle ich mir jetzt hier unten im Schrank. Weil ja, ist ja nicht mehr ganz so die Zeit jetzt für Blumendüfte. Ne? Wobei ich eben gesagt habe, im Flur hätte ich, glaube ich, ganz gerne eine Blumenkerze stehen. Ja, und was ich im Schlafzimmer hatte, bevor ich die Winter Woods da angemacht habe, hatte ich Gin und Tonic, hatte ich dort stehen. Einfach für so eine Frische. Muss auch sagen, hier am Glas riecht die so intensiv schön. Limettig, minzig und so. Habe ich auch nicht mehr ganz so stark wahrgenommen. Vielleicht im Sommer nochmal. So. Dann habe ich auch eine Kringle angehabt. Die habe ich allerdings abgegeben. Ist auch gerade schon unterwegs. Naja, aber egal. Ich habe dann nochmal eine, weil die waren mir nicht intensiv genug. Aber die hier, die ist richtig intensiv. Das ist die Winter Wonderland. Und hatte ich euch ja mal erzählt, das war so die erste Kerze, die ich damals zu meinem Freund mitgenommen habe, als wir uns gerade angenähert haben. Und die erinnert mich halt einfach daran. Und ich möchte die auch nicht missen. Das ist eine sehr intensive Kerze. Riecht holzig und tannenbaumlastig. Wie so ein Winterwald halt, ne? Finde ich großartig. Ja, und welche leer geworden ist, ist meine Comfrey Sweater. Die ist leer gegangen, wie man sieht. Das habe ich auch abgebrannt. Und ja, das ist so ein kuscheliger, einhüllender Duft. Erinnert mich auch ein bisschen an die Village Candle Cozy Kashmir, heißt sie, glaube ich. Oh, ja, ist halt ein Kaschmirduft. Und hier, achso, übrigens, in Winter Wonderland ist drin Holy Berry, Frosty Ivy, Winter Maple, Balsam Fir und Glistering Currant. Und in Comfrey Sweater ist Wool Powder, Cinnamon, Vanilla, Fruit, Floral, Sandalwood, Cedarwood und Musk. Genialer Duft. Und dann hatte ich zwei Bath & Body Works noch mal ein bisschen an. Und da habe ich mich einmal für Fresh Balsam entschieden, weil ich finde, Tannenbaumdüfte gehen ja immer und vor allen Dingen um die Winterzeit. Ne? Ja, hatte ich aber unterm Warmer. Genau, obwohl ich sie damals mal angezündet habe, habe ich sie aber unterm Warmer gestellt. Eine schöne, intensive Kerze. Könnte ein Ticken intensiver sein, aber ist doch trotzdem ordentlich wahrnehmbar. Mag ich auch. Und hier ist drin Woodland Balsam, Crisp, Eukalyptus, Fear Needles, Cedarwood. Ja, und die letzten Tage habe ich dann halt auch unter meinem Beacon gehabt, Cranberry Pier Bellini. Ja, ist eigentlich kann man den auch im Sommer düfteln, würde ich sagen. Hier sind übrigens die Dochte verschwunden. Eigentlich kann man den auch gut im Sommer düfteln, aber der hat irgendwas Parfümig-Kräutriges da drin, Würziges drin. So dass man den auch sehr gut im Herbst-Winter anmachen kann. Und sehr schöne Duftabgabe, muss ich sagen. Sehr intensiv, richtig schön. Ja, mag ich. Und das war's. Das war mein Verdüftelt-Video von Ende November. Jetzt geht's los mit dem Dezember und ich bin mal gespannt, was da so alles auf mich zukommt. Vor allen Dingen in Mission Duftwachs. Das wird ja dann oft nicht ganz so weihnachtlich. Aber an Kerzen möchte ich mich definitiv so ein wenig weihnachtlich da orientieren. Okay, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.